Einige Bläser des Hunsiedler Posaunenchors haben uns eben eingestimmt. Der Chor, Corona-schutzgerecht, eingeschrumpft. Aber dafür an einem der schönsten Ausblicke unserer Region. Und nun darf ich Sie ganz herzlich im Namen der landeskirchlichen Gemeinschaft zum Online-Waldgottesdienst begrüßen. Ich stehe hier gerade in dem Waldstück, wo wir uns traditionell am Pfingstmontagmorgen zu diesem Freiluftgottesdienst treffen. Vor 2 Jahren erst haben wir 100. Jubiläum gefeiert. Wir durften 3000 Besucher begrüßen. Das war eine riesengroße Freude. Es ist halt eine richtige Großveranstaltung geworden und es ist halt momentan unter Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich, so etwas durchzuführen. Nachdem unser Waldgottesdienst 2020 erstmalig ausfallen musste, deswegen haben wir uns entschlossen, diesem Jahr wenigstens eine Online-Variante anzubieten und vorzubereiten. Und ich freue mich, dass dies gelungen ist, dass viele uns unterstützt haben und es ist richtig schön, dass Sie jetzt dabei sind und sich dazugeschaltet haben. Zu Beginn ein Wort Gottes. Der Bibelvers zum Pfingstfest der Herrnhuter Losungen aus Sacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Jeder Mensch, der sich dem vor 2000 Jahren gekreuzigten und dann auferstandenen Jesus Christus öffnet, darf erfahren und erleben, wie dieser Jesus ihn annimmt und durch den Heiligen Geist sein Leben radikal ändert. Nicht durch Gewalt oder Unterdrückung, sondern als Gnadengeschenk bekommen wir Vergebung, Hoffnung und Perspektive für unser Leben und darüber hinaus und einen Blick für unseren Nächsten. Das schenkt Gottes Geist und das feiern wir an Pfingsten. Ich möchte ein Gebet sprechen und Sie dazu einladen. Lieber Vater im Himmel, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, beten wir zu dir und loben und ehren dich. Heute zum Pfingstfest 2021. Wir sind zwar traurig, keinen echten Waldgottesdienst erleben zu können, aber doch gleichzeitig dankbar für diese neuen Möglichkeiten, mit Hilfe moderner Medien vielleicht noch mehr Menschen zu erreichen. Du gibst uns den Heiligen Geist, der in uns Kräfte des Glaubens und der Liebe entfacht, die wir nie selber aufbringen könnten, die du aber schenkst. Du lässt Glauben und Vertrauen wachsen. Jedem, der sich danach sehnt, danke dafür. Danke für unseren Gottesdienst jetzt. Bitte schenk Gnade und Segen dazu und öffne unsere Herzen für dein Wort. Amen. Auch diesen Gottesdienst feiern wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Im Mittelpunkt steht die Predigt von Johannes Vogel. Sein Thema wird sein der pH-Wert von Pfingsten.
Wie ich ihn kenne, würde er einen Bibeltext sehr spannend auslegen. Lassen Sie sich überraschen. Vater, ich weiß, du hast mich immer schon gesehen. Vater, ich glaub, für dich bin ich wertvoll und du wäschst meine Wunden mit dem Öl deiner Liebe. Du hältst mich warm, auch wenn ich friere. Vater, bei dir bin ich sicher, dir kann ich vertrauen, in deinem Arm hältst du mich her, nichts und niemand kann mich von dir trennen, Vater. Vater, ich weiß, du bist viel größer als ich denk. Und Vater, ich glaub, du machst keine Fehler. Weiß ganz genau, wie es um mich steht, kennst mein Leben. Du glaubst an mich, wenn ich verzag. Vater, bei dir bin ich sicher, dir kann ich vertrauen. In deinem Arm hältst du mich her, nichts und niemand kann mich von dir trennen. Bei dir Pfingsten 2021. Glück auf! An Pfingsten müsste man ja eigentlich sagen, Glück runter, weil wir ja heute den Tag haben, an dem Christen auf der ganzen Welt das Kommen eines Geistes feiern, der aus dem Himmel kam. Und dabei geht es hier eben nicht um ein kleines Schreckengespenst oder einen bösen Geist, sondern um Gottes guten Heiligen Geist. Und genau an dieser Stelle, da steigen die meisten Menschen ja schon irgendwie aus. Heiliger Geist? Wer ist das denn? Was kann der? Ist der seriös? Zugegeben, die Worte Pfingsten und auch Heiliger Geist sind den allermeisten Menschen im Alltag eher fremd. Aber das lässt sich schnell ändern, denn das Pfingstfest ist nicht ein erfundenes Fest, sondern lässt sich an einem ganz konkreten Ereignis
aus der Bibel festmachen. Also mal eben die Kurzversion von Pfingsten, damit wir alle auf dem gleichen Stand irgendwie sind. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war am Kreuz auf Golgatha in Jerusalem damals gestorben. Karfreitag. Und dann wurde er begraben. Aber dann geschah ein grandioses Wunder. Ostern. Jesus stand auf vom Tod und traf sich sogar mit seinen Jüngern. Die waren natürlich total überwältigt vor Erstaunen und auch vor Freude. Aber dieser Zustand, der hielt irgendwie nicht lange an. Denn 40 Tage nach Ostern sahen die Jünger, wie Jesus live vor ihren Augen in den Himmel fuhr. Einfach weg. Himmelfahrt. Und was jetzt? Jetzt war diese kleine, doch etwas verängstigte Truppe von Jüngern Mutterseelen allein. Oder etwa doch nicht? Nein, nein, sie blieben nicht alleine, denn ein paar Tage später, um exakt zu sein, 10 Tage am Tag des jüdischen Erntedankfestes, Shavuot wird es genannt, geschah ein weiteres Wunder. Die Nachfolger, also die Jünger Jesu, waren zusammen und dann kam dieser besagte Geist, der Heilige Geist, Pfingsten. Woran merkten sie eigentlich damals, dass das der Heilige Geist war, der da kam? Gott beschreibt uns das in der Bibel, in Apostelgeschichte 2, die Verse 2 bis 4, sehr detailliert. Da heißt es, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem gewaltigen Sturm. Und das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwa wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden also mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ab da sollte also die rettende Botschaft von Jesus Christus in vielen Ländern auf den verschiedenen Sprachen erzählt werden. Jesus möchte, dass seine Nachfolger Feuer und Flamme für ihn sind und sein Evangelium mit Leidenschaft weitergeben. Gott ist nicht sichtbar. Ah, das weiß jeder. Jesus ist auch nicht mehr sichtbar. Er war ja in den Himmel gefahren. Aber der Heilige Geist, der lebt seit Pfingsten in jedem Menschen, der eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, der sein Leben in die Hände Gottes gelegt hat und ihn als Lebensmittelpunkt anerkennt. Und darum kann man auch sagen, seit diesem ersten Pfingstfest damals, vor über 2000 Jahren, gilt für jeden Christen das Motto, alleine war gestern. Seit der Wiedergeburt, also dieser persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, sind Christen mit dem Wasser des Lebens, mit Jesus selber, reingewaschen. Bildlich gesprochen hat dieses Wasser für Christen seit Pfingsten einen ganz besonderen und speziellen pH-Wert. Kennen Sie den pH-Wert von Pfingsten? Das ist mein Thema heute. Der pH-Wert von Pfingsten. Der pH-Wert von Pfingsten. Wenn ich von einem pH-Wert spreche, dann geht es mir nicht um Chemie von Pfingsten, sondern um eine sehr passende Abkürzung. Jedes Pfingstfest erinnert uns daran, dass ab dem Moment an, wo man ein Christ wird, man einen perfekten pH bekommt. Damit meine ich einen permanenten Helfer, pH. Der Wert dieses permanenten Helfers, des Heiligen Geistes, sprengt jede Skala. Er ist 24/7 unsichtbar, aber jederzeit höchst wirksam. Als eigenständiger Teil in der Dreieinigkeit wirkt der Heilige Geist auf seine ganz eigene Art und Weise. Erleben Sie das auch in Ihrem Alltag?
In der Bibel wird davon geschrieben, wie das aussehen kann, wenn der Heilige Geist als PH, permanenter Helfer, den Tag, den Alltag bestimmt. In der Apostelgeschichte wird uns von einem Mann namens Philippus erzählt. Der war ein echt leidenschaftlicher Christ und kam gerade so etwas unfreiwillig, könnte man sagen, von Jerusalem nach Samaria. Das sind so circa 60 Kilometer. Jerusalem war zu dieser Zeit ein ganz gefährliches Pflaster. Ein Kollege von ihm, der Stephanus, war kurz zuvor noch zum Tode gesteinigt worden, wegen seines Glaubens an Jesus. Und da nahmen die Christen natürlich die Beine in die Hand und hauten ab. Ja, Gott nutzte damals die Vertreibung und die Verfolgung von Christen, um das Evangelium in die ganze Welt auszubreiten. Und in dieser Lebenskrise erlebt dieser Philippus ganz praktisch einen sehr wichtigen Aspekt des Heiligen Geistes. Denn erstens, der PH, der permanente Helfer, hilft uns, Prioritäten zu setzen. Anstatt sich in der neuen Stadt vor Angst zu verkriechen und eine neue religiöse Identität anzunehmen, blieb er dem Glauben an Jesus Christus treu. Denn für die ersten bzw. alle Christen gilt, nicht abgekapselte Konzentration, sondern Expansion unter dem Motto, geht hin in alle Welt. Dass der Heilige Geist für Philippus keine meditative Pilgerreise vorgesehen hatte, das lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Philippus hörte eine klare Anweisung von Gott. Und genauso wie wir hatte er zu 100% die freie Entscheidung, zu reagieren oder es zu ignorieren. Der Heilige Geist in ihm half ihm dann, die richtige Priorität zu setzen. In Vers 27 heißt es weiter, und er stand auf, machte sich auf den Weg. Wenn wir in der Bibel lesen oder in einer Predigt Bibelverse hören, dann hat Gott uns immer etwas zu sagen. Ja, Gott spricht zu Ihnen, zu mir, durch die Bibel, durch Gottes Wort. Kennen Sie dieses Gefühl, dass Sie etwas aus der Bibel hören und das ganz genau in Ihr Leben hineinpasst? Genau das ist der Heilige Geist in uns, der uns so ganz tief innen drin anstupst und sagt, hey, setz dir in diesem Bereich mal die richtige Priorität. Lebe so, wie es Jesus gefällt und nicht so, wie du denkst. Philippus setzte also richtige Prioritäten und ging zu dieser Straße und dort begegnet er einer sehr einflussreichen Persönlichkeit. Apostelgeschichte 8, die Verse 27 bis 30. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandaze, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Und dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las aus dem Propheten Jesaja. Und da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du, was du liest? Ein Finanzbeamter, ein äthiopischer Finanzbeamter, der normalerweise bei Königen saß und jetzt mit seiner Privatkutsche unterwegs war und er las aus dem Alten Testament. Also dieser äthiopische Minister war anscheinend ein belesener Mann. Doch Philippus ließ sich nicht von dem Reichtum blenden, sondern setzte genau die richtige Priorität. Er fragte ihn ganz keck, na, verstehst du, was du da liest? Und dann heißt es weiter hier, er aber sprach, wie kann ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.
Also, statt zu lügen und die Fassade aufrechtzuerhalten, gab dieser einflussreiche Mann ganz offen zu, ich habe keine Ahnung. Ein Minister, der zugibt, und vielleicht sogar heutzutage würde das niemals passieren, aber damals, alle Achtung, zugeben, ich weiß nichts. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel an der Stelle. Und das ist mein zweiter Punkt. Der permanente Helfer erklärt uns die Bibel. Philippus sprang mit auf den Wagen und half dem Minister, diesem Kämmerer, die Verse aus dem Buch Jesaja zu verstehen. Es ist überhaupt nicht schlimm, zuzugeben, dass die Bibel nicht immer ein leichtes Buch ist. Fest steht, Gott benutzt oft auch andere Menschen, um uns die Bibel zu erklären. Darum mein dringender Rat, bei Verständnisschwierigkeiten immer mehr Bibel lesen, anstatt weniger Bibel lesen. Das ist ganz wichtig. Denn der Glaube an Jesus Christus kommt nicht automatisch irgendwie, sondern aus den Predigten, aus dem Wort Gottes selbst. In Römer 10, Vers 17 heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören der Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Darum ist es so wichtig, in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen über die ganze Bibel etwas zu hören. Altes und Neues Testament. Wir brauchen auch in 2021 kein Klimaevangelium, sondern Buße vor Gott statt nur Bäume pflanzen. Darauf kommt es zuallererst mal nicht an. Wir brauchen Evangelisation statt Event und Happening. Und wir brauchen Seelenrettung anstatt Mystik und Meditation. Sich bekehren und umzukehren zu Jesus ist kein Akt der Gefühle oder der Laune, sondern eine Folge aus dem Verstehen des guten Evangeliums des Wortes Gottes. Wir Menschen müssen verstehen, dass wir Sünder sind, komplett verloren vor Gott. Wir können uns nicht selber retten, so à la Münchhausen. Würde bei mir eh nicht klappen, so am Schopf rausziehen. Gott hat sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus zum stellvertretenden Opfer gemacht für unsere Übertretungen und Sünden. Wer Jesus Christus im Herzen hat, kann gar nicht anders, als ihm mit anderen zu teilen. Und wer hilft uns dabei, aktiv zu werden, auf andere zuzugehen? Richtig, der PH, der permanente Helfer, der Heilige Geist. Und deswegen mein dritter und letzter Aspekt heute. Der permanente Helfer hilft uns, aktiv zu werden. Eines muss jedem, der heute zuhört, klar sein. Gott hat schon agiert durch seinen Sohn Jesus Christus. Jetzt liegt es an uns zu reagieren. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt, um für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Die Reaktion von uns auf den Tod und die Auferstehung Jesu bestimmt darüber, wie unser Leben jetzt, aber vor allem auch nach dem Tod aussieht. Der Finanzminister aus Äthiopien reagierte aktiv auf die Botschaft von Jesus Christus, die Philippus ihm gerade im Wagen erklärt hatte. In Apostelgeschichte 8,35 heißt es, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Wagen weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert es mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Dieser Mann aus Äthiopien, er verstand, dass Jesus sein Herz nicht brechen,
sondern gewinnen wollte, um es dann mit großer Freude zu erfüllen. Philippus und der Kämmerer trennten sich, aber die Bibel sagt uns, er setzte seine Reise voller Traurigkeit fort. Nee, voller Freude. Wenn wir heute auseinandergehen, dann wünsche ich mir einen ähnlichen Effekt. Jedem von uns wünsche ich ein Herz voller Freude, weil Gott seinen Kindern den Heiligen Geist als PH, permanenten Helfer, geschenkt hat, den uns übrigens auch niemand wegnehmen kann. Wir können Gottes Geist durch unser eigensinniges Verhalten zwar betrüben, wir können ihn dämpfen, so heißt es in der Bibel, und auch belügen, aber niemals vertreiben. Wir sind ab dem Moment unserer Lebensübergabe an Jesus Christus mit diesem Geist versiegelt, verklebt bis zu unserem Tod. Meine zwei Fragen zum Schluss heute. Stimmt die Chemie zwischen Ihnen und dem PH, dem permanenten Helfer, dem Heiligen Geist und somit auch Jesus zurzeit? Oder müssen Sie Jesus dringend um Vergebung bitten, damit der geistliche pH-Wert wieder stimmt? Lassen Sie es nicht zu, dass Ihr Ego, Ihr Ich Sie heute daran hindert, eine intakte und aktive Beziehung mit Jesus Christus zu leben. Feiern wir heute befreit Pfingsten, egal ob online, mit Maske oder ohne Maske, mit Beschränkung, ganz egal, weil uns wieder neu klar geworden ist, als Kind Gottes, als Christ, habe ich einen PH, permanenten Helfer in mir. Und das bedeutet, alleine war gestern. Er ist mit uns. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Glück auf! Amen. Mein Herz, siehst jeden Winkel, du kennst die Schatten auch. Die Tür verschlossen, ein Fenster offen, ich komme hier nicht raus. Komm in mein Haus, du bist eingeladen. Es ist nicht schön, was dort geschah. An deine Hand will ich es wagen. Geh du mit mir nach. Komm in mein Haus, du bist eingeladen.
deinem Licht. Ich wusste gar nicht mehr, wie schön er ist. Aus jeder Tür, aus jedem Fenster strahle du hinaus. Komm in mein Haus, du bist eingeladen. Füll du es aus, Liebesstrahlen, was ich nicht brauch. Komm, wir vergiss hinaus, komm und wohne in meinem Haus. Komm und wohne in meinem Haus. Wir wollen zum Abschluss noch miteinander beten. Und ich lade Sie dazu ein, dieses Gespräch mit Gott zu haben. Und ich möchte uns unter den Segen Gottes stellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne bis zu den Perlentoren des himmlischen Jerusalems. Und so wie die ersten Christen es sich zugerufen haben, Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Amen. Gottes Segen. Das war der Online-Waldgottesdienst zu Pfingsten 2021 in Stützengrün. Schön, dass Sie dabei waren. Ich möchte Sie herzlich einladen zum Waldgottesdienst am nächsten Jahr. Es wird am 6. Juni sein. Sehr gern würden wir Sie dann alle hier im Wald live begrüßen. So Gott will, wird an diesem Tag Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein aus Tübingen bei uns sein und zu uns sprechen. Einen ganz herzlichen Dank allen Mitwirkenden und dem Tonstudio Uli Richter für die Produktion dieser Videoaufzeichnung. Und wenn Sie uns bei der Bezahlung der Unkosten und auch sonst die Arbeit der Gemeinschaften in Stützengrün und des Bibelsender Breckerfeld unterstützen möchten, dann laden wir Sie herzlich zu einer Spende ein. Am Ende blenden wir die Kontoverbindung dazu ein. Ihnen allen noch schöne und gesegnete Pfingstfeiertage und seien Sie alle Gott befohlen.